Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch, wie ihr sehen könnt, das MacBook Pro aus 2020 13 Zoll unboxen. Viel Spaß! So, dann fangen wir an. Ich habe schon ewig lange drauf gewartet. Es hat sich auch alles ein bisschen verzögert. Und ja, wie gesagt, die Box ist relativ gleich geblieben, wie man sehen kann. Hier unten das MacBook Pro Logo. Und auf der Rückseite findet man halt einfach allerlei verschiedene Daten. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus. Ich habe grundsätzlich eines der teureren Varianten gekauft. Das heißt mit i7 und 32 GB RAM und 1 TB Speicher, weil ich einfach viel damit arbeiten werde, weil das eigentlich mein Hauptgerät sein wird. Und ja, ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal auf. Wie immer, schön bei der Lasche ziehen wir das Ganze gemütlichst auf. Ach, herrlich. Es ist immer wieder ein Genuss, solchen MacBook auszupacken, weil die einfach das Feeling von diesem Ausgepacke einfach unglaublich geil ist. Schauen wir mal, ob sich daran irgendwas verändert hat. Ich glaube eher nicht. Hier nochmal schön das MacBook Pro auf der Seite der Verpackung. Gut, dann würde ich sagen, wir lüften die Box und schauen mal, was da drin ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen gehypt. Eigentlich sollte man ein bisschen objektiv das Ganze betrachten. Grundsätzlich geiles Gerät, extrem teuer, aber man muss sich das wirklich überlegen, ob man das braucht zum Video. Ich brauche es zum Videoschneiden, für Grafiken zu machen, Grafiken zu bearbeiten und dergleichen. Außerdem auch für meine Selbstständigkeit. Deswegen kann ich das auch absetzen. Grundsätzlich muss man sich wirklich Gedanken machen, ob man so viel Geld für ein Gerät ausgibt. Und ja, ich habe es getan auf jeden Fall und ich mache das Ding jetzt einfach mal auf. Und wir schauen zusammen, was da drin ist. Ich bin gespannt. Es wird sich nicht viel ändern. Oh, und da liegt es schon. Jetzt stellen wir mal hier auf die Seite. Das Gerät werden wir mal ganz kurz auf die Seite legen. Auch wenn es schon richtig geil ausschaut. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig drauf. Ich lege das mal hier auf die Seite und wir schauen uns an, was in der Box ist. So, hier, designed by Apple in California. Ich hoffe, das kann man jetzt irgendwie, mein Autofokus kann das irgendwie noch sehen. Designed by California. Schauen wir mal, was drin ist. Ja, wie immer, grundsätzlich, jetzt wollte ich gerade, werde ich mal ganz kurz fertig reden. Wie immer, Anleitungen, etc. Aber dieses Mal silberne Apple Sticker. Auch das gibt es noch nicht. Also, das habe ich noch nie gesehen. Ich hatte selber ein MacBook Pro 2017 mit 13 Zoll. Da gab es noch weiße Apple Sticker, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten immer das gleiche. Anleitungen, User Guides und dergleichen und eben auch diese Apple Sticker. Gut, das legen wir mal ganz kurz wieder auf die Seite. Was haben wir da? Ganz schlicht wie immer das Netzteil von diesem Gerät, das packen wir jetzt auch mal ganz vorsichtig aus. Nennen wir es mal vorsichtig. Grundsätzlich hat sich da auch nicht viel geändert. Hier USB-C an USB-C. Da hat sich auch wirklich nicht unbedingt viel geändert. Das Ding hat, muss ich selber gerade nachschauen, wie viel Watt das Ding hat. Das hat bis zu 60,9 Watt. Also nicht schlecht, braucht man auch nicht mehr. Hier 61 Watt, eben auch wie schon gesagt. Jo, dann legen wir das auch mal auf die Seite. Das brauchen wir vielleicht später. Und hier haben wir schon auch das USB-C-Kabel. Das kennt auch eigentlich fast, müsste eigentlich auch fast jeder kennen, da Apple diese Sachen jetzt seit neuestem eigentlich, oder das kann man nicht mehr sagen, noch so ganz seit neuestem, aber immer schon USB-C an USB-C. Weil auch die Anschlüsse Nummer 4 USB-C Anschlüsse sind. Ja, das machen wir jetzt auch mal ganz kurz auf. Werde ich auch öfters dann wahrscheinlich verwenden. Aber ja, hat sich auch nicht viel verändert von dem damaligen, 17er Model, was ich selbst hatte. Ja, das legen wir auch mal auf die Seite. Brauchen wir später zum Laden. Gut, dann kommen wir zum Hauptteil. Ich lege mal die ganze Box auf die Seite.
kommen wir zum eigentlichen Gerät. Zum MacBook Pro 2020 mit 13 Zoll. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut drauf, weil ich einfach diese Butterfly-Switches, wie man sie auch gerne nennt, unglaublich gehasst habe. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt wieder die Scissor-Switches sind, wenn man es auf Englisch aussprechen möchte. Bin auch froh, dass man 32 GB RAM haben kann endlich und auch die 10. Generation der Intel-Prozessoren. Und deswegen werden wir das Ding jetzt einfach mal abziehen. Herrlich, es ist immer wieder ein Genuss. Und da ist das Gerät. Ja, was soll man sagen? Wunderschön. Dreh mich mal um. Der schöne Aluminium-Body. Schauen wir mal ganz kurz, ob das Gerät irgendwelche Kratzer oder irgendwelche Probleme hat. Ob es schön draufsteht. Ob es schön dasteht. Ja, kein Problem. Dann machen wir das Gerät auf. Puh, ja. Das kann man sich gönnen, muss ich sagen. Es gefällt mir unglaublich gut. Und wie man weiß, startet das MacBook seit den neuesten Generationen auch immer gleich neu. Also startet schon, wenn man den PC auspackt bzw. öffnet. Und ja, was kann man sagen? Eigentlich die grundsätzlichen Erneuerungen sind dieses Keyboard, eben dieser Escape Key, den viele gefordert haben, wieder zurück. Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Mach ich. Da hat Siri mich schon unterbrochen. Aber grundsätzlich war es das. Ich bin eigentlich sehr froh. Das Gerät steht auch super da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ist das Auspacken von diesen Geräten nichts mehr so ultimativ Neues. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Grundsätzlich schönes Gerät. Ich habe mich einfach gefreut, wieder ein 13 Zoll MacBook Pro zu haben. Auch wegen dem Keyboard und einfach den 32 GB RAM. Wie ihr gesehen habt, habe ich gerade einen Cut reingemacht, weil das Gerät mir sprechen wollte. Das war's auch schon. Grundsätzlich kann man eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und grundsätzlich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Euer Max. Ciao.